Wie arbeitet ein Heiler? Was unterscheidet ihn oder sie vom klassischen Therapeuten? Und warum suchen immer mehr Menschen komplementäre Heilmethoden auf? Kaum einer weiß, dass die Komplementärmedizin gleichberechtigt neben der Schulmedizin steht. Insofern konkurrieren die Methoden nicht, sondern ergänzen sich. Was kann helfen? Wie und wer? Hier einige Klienten und Heiler, die sich zu Wort melden. Da in unserer Welt ja alles manifestierte Energie ist, ist die Heilarbeit eine Arbeit mit Energien. Also etwas, was gestaut ist, wird in Bewegung gebracht. Oder da, wo ein zu viel an Energie ist, wird Energie hinausgeleitet. Zumal ich auch der Ansicht bin, dass Geistheilung letztendlich nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwas mache, sondern dass entweder ich als Kanal wirksam bin oder aber auch, dass das, was ich an anderen Energien sozusagen in den Menschen hineingebe oder hineingeben lasse sozusagen, dass das letztendlich nur eine Selbstheilungskraft des Menschen an sich befördert. Geistheilung ist eine Methode, die sich nicht in die klassische Medizin oder Psychotherapie einordnen lässt. Seit Jahrtausenden werden in verschiedenen Kulturen verschiedene Arten der Geistheilung angewendet. Es gab kein spezielles oder spezifisches Problem, sondern es war einfach eine allgemeine Unzufriedenheit. Und ich habe 2006 eine Psychotherapie gemacht, was ich schon mal sehr spannend fand und auch bereichernd. Bin damit aber nicht weitergekommen. Also schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht optimal. Und dann war ich, wie gesagt, in Behandlung wegen Rückenprobleme bei der Physiotherapeutin. Und so bin ich dann zu Clara gekommen. Also nicht mit irgendwie, ich habe ein Problem mit dem und dem, sondern so eine allgemeine Unzufriedenheit, Gefühl von Stagnation. Es ist immer sehr individuell, grundsätzlich. Und doch gibt es etwas, was alle Klienten gemeinsam haben. Sie haben den Wunsch nach Veränderung. Sie haben den Wunsch nach Verbesserung der Lebensqualität und den Wunsch nach Selbstbestimmung. Clara Welten hat ihr deutsch-französisches Atelier für kreatives Leben 2008 in den Giosettihöfen gegründet. Seitdem arbeitet sie als Heilerin. Jeder Heiler arbeitet anders. Insofern ist auch immer wichtig, sich zu informieren, wie ein Heiler arbeitet. Dadurch, dass ich Psychoanalyse gemacht habe, ist es möglich, in den Sitzungen sowohl gesprächstherapeutisch zu arbeiten, über das Wort, als auch über schamanische Reisen. Das heißt, jeder lernt seine Welten kennen und seine Krafttiere. Das heißt, wenn die Menschen hier fertig sind, kennen sie ihre Wesen, sie kennen ihre Krafttiere, sie kennen ihre Begleiter und können ihr Leben lang zu denen auch Bezug aufnehmen oder Fragen stellen und sind mit ihnen in Verbindung. Und das Dritte ist Meditation natürlich, Chakrenarbeit, also Energieausgleich, Körperarbeit. Aber das Dritte Wichtige ist dann die Reinkarnationstherapie. Das heißt, dass die Menschen, wenn sie hier fertig sind, auch ihre früheren Leben kennen. Das heißt, woher Probleme oder Ursprünge eines Problems sind. Das ist ein Problem, ist so, wie wenn es einen Wollknäuel gibt und hat einen langen Faden und da gibt es einen Anfang. Und wenn Sie diesen Anfang bereinigen können und dort Frieden schließen können, haben Sie hinterher keinen Abdruck mehr dieses Problems. Sie können also neu Ihr Leben gestalten und in völlig andere Bahnen lenken. Das ist eine sehr effektive Methode, die ich habe viel gearbeitet, schon in keinem anderen als keine andere Methode kenne, um so gründlich Seelenarbeit zu machen. Ne? Ist sehr konfrontativ, muss man sich darauf einlassen. Es geht meistens um Traumata, um schwierige, sehr schwierige Dinge. Aber dann ist es erledigt sozusagen für den Rest des Lebens. Viele der angewendeten Methoden sind schon sehr alt. Sie können bis heute nicht alle wissenschaftlich erklärt werden. Trotzdem finden sie bei immer mehr modernen Menschen Wirkung. Ich finde
die Heilarbeit, wie ich sie bisher erfahren habe, auch abgesehen von den Traumreisen mit Clara, auch andere Methoden, sehr sanft, aber sehr tiefgehend. Und sie gehen an die Ursache des Leidens. Hingegen die klassische Schulmedizin drückt die Symptome weg. Das ist ja auch in Ordnung, dann ist es erstmal weg. Ich denke aber, dass auch ein großes Potenzial in den Krankheiten steckt, die man hat, oder in den Symptomen. Die wollen einem was zeigen. Ne? Symptome, so ein bisschen wie die Sprache der Seele an den Körper. Da zeigt der Körper dann auf, wo was nicht stimmt im System. Am Ende möchte ich geheilt sein. Ob ich es erklären kann oder ob jemand daran glaubt. Wichtig ist, ich bin gesund. Die eine Methode schließt die andere nicht aus.